Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von Guinness TV. Neben mir, den Menschen, den kennen wir schon. Hallo André. Hallo Guido. Genau, wir sind in Grimma bei Guinness Grimma und wir haben uns heute Morgen bei dem schönen Wetter gefragt, weil auch immer mehr Anfragen jetzt kommen, was macht eigentlich unser Sonnengott? Ja? Den wollten wir euch noch mal zeigen, den haben wir natürlich noch immer im Programm. Das ist natürlich im Winter, ist das weniger Nachfrage, ist ja auch klar. Das Ding heißt ja auch Sonnengott. Ja, und nicht Wintergott. Ja, braucht schon Sonne. So, also ich habe den mal drei und ich weiß, dass du den auch hast. Auch René hat den und die anderen haben den auch alle. Und eins muss man sagen, das ist der absolute Knaller von der Leistung. Ja. Oder? Ja. Also ich wollte, bevor ich das vergesse, bevor wir jetzt auf die anderen Dinge nochmal eingehen, sagen, ich habe zwei Stück davon. Ich nehme aber auch nur immer einen mit, weil ich damit zurechtkomme, welchen ich eigentlich auch fast nie brauche, weil ich genug Solar auf dem Dach habe. Mhm. Aber für Wohnmobilisten, die jetzt zum Beispiel zwei Platten auf dem Dach haben, was ja so ein normales Auslieferungsding ist, dafür ist der Sonnengott Gold wert. Das haben wir immer wieder gesehen, die letzten zwei Jahre, wo wir den im Programm haben. So, warum habe ich jetzt aber trotzdem zwei? Ganz einfach, ich kann das Spielen nicht lassen. Wenn ich dann schon mal zu Hause bin im Sommer, dann speise ich den in meine Hausanlage ein. Ja? Dafür brauche ich natürlich noch mal ein anderes Zubehör. Das kann man aber im Netz kaufen, einen Wechselrichter, der über die Steckdose eingespeist wird oder mit einem Festanschluss. Das müsst ihr mit eurem Energielieferanten klären. Warum sollte der, wenn ich Sonntagabend nach Hause komme, am Montag in der Heckgarage stehen und ungenutzt? So sieht das aus. Aber nur ein kleiner Tipp am Rande. Und wenn du davon zwei aufstellst, bringt das schon einiges an Action. Da läuft also der ganze Standby-Strom inklusive Kühlschrank mit Gefrierschrank den ganzen Tag, ich sag jetzt mal, kostenlos durch. Ja, ja. So, und warum sollte man den in der Heckgarage stehen? Nur das mal vorab. Mhm. Aber wir haben den natürlich konstruiert für Camper, die zu wenig Platz haben und so weiter. Da hast du aber mehr Erfahrung. Erzähl mal, warum kauft man sich einen Sonnengott? Ja, zu wenig Platz. Also wir hatten letztens auch gerade ein Bimobil. Das Dach war überhaupt nicht bereit für Solar, viel zu klein. Der hat auch gleich drei genommen und hat natürlich dann ein ganzes Solarfeld aufgestellt. Viele benutzen den zum Nachladen im Winter, wenn er in der Garage steht, steht einfach der Sonnengott draußen. Genau. Oder eben dann tiefstehende Sonne. Oder ich will mit meinem Fahrzeug im Schatten parken und trotzdem in den Genuss kommen, meine Energie wieder zurückgewinnen. Und da ist ein Sonnengott. Ja, vor allen Dingen haben wir den sehr hochwertig gebaut. Er hat's also noch, ich bin ja auch immer nach der Suche, was ist da so auf dem Markt los? Also ich habe in der Qualität jetzt noch nichts gesehen. Wir nehmen nur Edelstahl, wir nehmen nur Aluminium, hier rostet doch nichts. Den kannst du auch am Strand aufstellen. Das haben wir zigmal gezeigt, dass das geht. Ja, der ist sehr robust, den kannst du bei Windstärke 3 noch stehen lassen. Ja, dann hat der Erdanker, damit du auch bei Windstärke 5 noch stehen lassen kannst, bevor das Ding zusammenklappt. Das habe ich immer wieder gesehen, hat irgendwelche Koffer oder irgendwelche anderen Produkte, die man zusammenklappen kann, aufstellen kann, ausrichten kann, denn darum geht es ja, dass die sehr instabil sind und da bei einem lauen Lüftchen dann auch schon zusammenbrechen. Das haben wir hier nicht. Übrigens nehmen wir hier unsere Black-Kontaktzelle, die wir auch auf das Wohnmobil bauen oder auf den Wohnwagen. Der hat 120 Watt, insofern in der Summe hat der Sonnengott 240 Watt. So, jetzt richten wir den auch noch aus. Dann rede ich mal über Faktor 3. Ich wollte auch noch mal ganz kurz erklären, Faktor 3 ist gegenüber einer liegenden Platte die Energieausbeute. Das heißt, ich kann hier dreimal mehr Energie am Tag, über den Tag gerechnet ausbeuten, als wenn ich die Platte aufs Wohnmobil flach hinlege. Das noch mal am Rande. Wir arbeiten hier natürlich mit Victron-Produkten, wir haben eine App-Steuerung, du kannst sehen, was macht der Sonnengott, was speist er ein, was speist er nicht ein, wann legt er los, wann hat er aufgehört und so weiter. Das ist ja bei uns Standard, das vergesse ich auch die halbe Zeit, weil wir das nur noch machen. Ja, die sind untereinander vernetzt, ja, die ganzen Victron-Produkte und da ist am Handy dann alles abzulesen. Hilft auch extrem bei der Ausrichtung. Ich kann ja auf der App gucken, wann habe ich den besten Ertrag und kann den so stehen lassen. Also bei der Ausrichtung hilft er. Und wir können unterschiedliche Voltzahlen mit dem Regler bedienen. Zum Beispiel auch Boote, LKW, also 24 Volt, 36 Volt Systeme, 48 Volt Systeme sogar, weil der Regler kann 48 Volt. Die sind ja in Reihe miteinander verschaltet. Und somit können wir unterschiedliche Batteriesysteme bedienen. Genau, richtig. Ja,
Wir haben natürlich auch den Festeinbau im Programm fürs Wohnmobil. Also wer jetzt sagt, gut, den Fall zu Hause, den habe ich jetzt nicht, den will ich auch nicht, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ja. Ich will ihn mitnehmen, Heckgarage rein, Heckgarage raus. Und dann will ich es mir so einfach machen wie möglich mit einer Steckerübergabe. Ja, du stellst das Ding auf, steckst das am Wohnmobil ein, fertig. Haben wir natürlich im Programm. Der André zum Beispiel montiert eine Außendose, wenn ihr wollt. Das kann man natürlich auch in der Heckgarage legen. Dann hast du aber auch wieder, dann musst du natürlich auch wieder irgendwie aus dem Wohnmobil rauskommen. Wenn du zum Beispiel, wie bei meinem Monster, da hatten wir so eine Bodendurchlass, da haben wir das geregelt. Dort haben viele nicht, das müsst ihr dann nicht machen. Aber das ist alles genagt, da ein Loch einzubohren oder das halt über eine Außensteckdose zu machen. Außensteckdose oder wir legen es mit in die normale Stromsteckdose mit rein, sofern dort Platz vorhanden ist mit der Anderson-Steckverbindung. Oder eben viele wollen tatsächlich, wie bei den großen Linern, eine Bodendurchführung haben. Genau. Gut, das ist jetzt auch alles kein Problem, sodass du das am Urlaubsort oder an dem Ort, wo du mit dem Bummel hinfährst, wo der Sonnengott sich seine Leistung, seine Arbeit tun soll, dass du das auch, dass du da nicht auch großartig noch irgendein Tiroli am Hals hast, sondern du stellst das Ding auf, steckst ihn ein, fertig. Genau. Der Rest schmeckt die Elektronik. Richtig. So, wenn du dann da sitzt bei einem schönen, kühlen Getränk, ja, und dann guckst du auf die App und dann freust du dich des Lebens. Warum freut man sich des Lebens? Wir haben bis zu 20 Ampere gemessen. Das ist richtig, ja. Das soll man uns mal nachmachen mit so einem kleinen Ding. 20 Ampere, das war schon eine Nummer. Ja, habe ich selber gesehen, ist aber auch nur eine Spitzenleistung. Ja, das muss man auch. Wir sind ja kein Zauberer hier, wir essen ja auch nicht, sonst ist man ja Copperfield. Ja. Ja, sonst wären wir vielleicht auch nicht hier. Aber das Ding ist schon erste Liga. Ja, das ist schon erste Liga. Kostet auch ein paar Mark, aber du hast auch die Ausbeute auf der Fläche, auf der Größe, da suchst du seinesgleichen. Und wenn du auf Leistung abfährst, bist du beim Sonnengott. Genau, richtig. So, das dazu. Jetzt haben wir hier unten eine Platte hingestellt, also eine Solarzelle. Ja, das ist natürlich identisch. Genau. Das ist auch die Black-Kontaktzelle. Ja. Und die verbauen wir auch für Wohnmobile. Erzähl mal, da haben wir Verschiedenes im Programm. Wohnmobile, Wohnwagen, genau. Das ist das Standardmaß, 1 Meter an 53 Zentimeter, 120 Watt, lötstreifenfreies Modul, teilbeschattungsfrei. Da kommen oftmals die Fragen, also jede Zelle arbeitet für sich selbst. Ja. Und ja, da gibt es dann noch die SMO-Module und... Ja, wir auf unseren neuen Wohnmobilen haben das ja gezeigt. Das war ja ziemlich eng, weil wir wollten ja auch noch eine Klimaanlage. Ja, genau. Na, Öster Connect haben wir jetzt auch noch drauf verzichtet. Genau. Ja, und eine SAT-Antenne mit einem Twin-Anschluss. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen... Viel ist es auch. Aber ich will so anders will ich nicht mehr fahren. Ja, sag ich dir ganz ehrlich. Warum sollte ich auf den ganzen Kram verzichten, wenn es dann funktioniert? Und wir kriegen das auf so einem engen Raum. Gut, unser Fahrzeug ist jetzt auch 7 Meter. Man, sieht, man spricht, man hat ja immer davon gesprochen, was hast du dich denn da verkleinert? 7 Meter zu 9 Meter. Ja, gut, okay, das ist sicherlich kleiner. Ich habe immer scherzeshalber gesagt, meine neue Karre ist so groß, wie meine Heckgarage war. Ja? Da kann ich auch selber über mich lachen, das ist ja kein Problem. Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben da auf dem Dach verschiedene Größen anbringen können, und hat, um dadurch die Leistung zu erreichen. Genau, auch kleine Zwischenräume zwischen dem Hecki-Dach und der Klimaanlage zum Beispiel mit einem SMO-Modul. Genau. Dann haben wir hinten ein quadratisches Modul gesetzt, das ist etwas kürzer. Also ich sage mal, puzzeln dazu, wir puzzeln dann mal. Wir haben jedes Modul immer fertig da und können das legen und machen und tun. Solar-Tetris. Solar-Tetris, genau. Und können an dem Kunden genau sagen, so und so viel kriegen wir auf dein Dach. Ja. Möchtest du das komplett ausreizen oder... Und dann wundern sich manche doch öfters mal, was so viel, hätte ich gar nicht gedacht. Komm. Ja, das Problem ist, wir hatten ja schon mal ein Video gemacht über, das ist ja mal schnell gemacht, ja, das will ich jetzt auch ja nicht weiter darauf eingehen, aber es ist natürlich so, wenn du auf so einem engen Raum dann arbeitest, dann dauert das doch ein bisschen. Dann natürlich. Kannst du dich nicht irgendwie, ich sag mal, wenn du Meter machen kannst, ganze Meter, das war immer schon so, egal bei wem, ja. Aber wenn du da eine Ecke dazwischen hast, du musst über das nächste drüber und der Kabelkanal ist jetzt auch nicht, ich sag mal, gerade zu verlegen, dann wird das natürlich schwieriger, dauert etwas länger, genau. Aber am Ende hast du trotzdem die Leistung. Ja. Da kommt es immer drauf an und das ist hier im Haus ganz normal. Ja? Das ist richtig, ja. So, wenn ich dann die Solaranlage auf dem Dach habe und die ist groß genug, dann brauche ich natürlich einen vernünftigen Akku. Eine Lithium-Batterie. Ja. Eine GNSTV-Power-Lithium-Batterie. Am besten zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Wir haben hier natürlich unser Flaggschiff aufgebaut, 500 Amperestunden. Ne?
ob das jetzt die größte Markt ist, wie wir das bei der Einführung vor anderthalb Jahren behauptet haben, das ist mir ja. Ich habe die selber im Wohnmobil, du übrigens auch, wir haben die ja identisch gebaut. Ich kann nur sagen, das ist zu viel. Aber das ist schön, dass das zu viel ist, weil ich sag mal, ich war jetzt die ganze Woche hier, es war schon mal bewölkt, es waren zwei Tage, hat es ein bisschen genieselt, da hat die Sonne nicht geschienen und ich war die ganze Woche nicht am Stecker. Und das wird doch bei bleiben. Und ich bin jetzt aktuell bei 62%. Ja. Hab aber viel Strom verbraucht. Mhm. Ne, du willst ja, bei mir läuft abends ein Laptop, das Fernsehen läuft. Ja. Ja, Kaffeemaschine, das ist ja sowieso klar. Und demnächst kommen dann noch ein paar Spielsachen dabei, die verrate ich aber erst später. So zur Abenteuer-Allrad wird das kommen, da zeige ich natürlich, was Koch-Equipment angeht. Da habe ich nämlich aufgerüstet, weil ich das total super finde, dass man auf engstem Raum verschiedene Dinge dann doch hinbekommt. Mhm. Du denkst ja immer, oh, das ist ja nicht möglich und so. Das Video kommt aber später. So, erzähl mal was über unsere Lithium-Batterie. Du baust die jeden Tag ein. Ja, was haben wir im Programm? Welche Größen? Wie viel Garantie haben die? Was können die? Welche Leistung haben die? Und so weiter. Du bist dran. Ja, wir fangen mal an mit der kleinsten. 100 Amperestunden. Das ist die kleinste im 80 Amperestunden Gehäuse, also DIN-Gehäuse. Dann geht es weiter mit der 150 Amperestunden im 92 Amperestunden DIN-Gehäuse. Also passt dann überall rein. Zwei Stück unterm Sitz, dort wo sie ursprünglich gestanden haben. Dann geht es weiter mit nur 200 Amperestunden als stehende Variante oder als Untersitzvariante. 320 Amperestunden Variante und 500 Amperestunden Variante. Bei 320 Amperestunden und bei 500 Amperestunden reden wir über BMS 2.0 mit 300 Ampere Dauerentnahme. Mhm. Also auch der Kollege kann voll ausgelastet werden mit einer Batterie. Aber ansonsten hat auch unsere kleinste Batterie immer eine Mindestdauerentnahme von 200 Ampere. Genau. Könnten viele sagen, das ist ja Schwachsinn, 200 Ampere rauszunehmen. Gut, aus der Diskussion einer halben Stunde leer. Ja. Aber sie kann es halt. Sagt was über die Qualität des BMS, genau. Qualität der Zelle, allgemein über die Qualität der Batterie. Ja. Sie kann es einfach. Ja. So. Die Diskussion habe ich ja schon, oder haben wir schon länger. Öfters, ist auch, lass die alle diskutieren. Ja. Also wer diese Batterie eingebaut hat, da kannst du jeden fragen, der die hat, der findet die so geil, der würde das nie mehr anders machen. Ja, ja, weil nichts mehr ausfällt. Es gibt so viele Leute, die hier auf den Hof fahren, nicht nur hier auf den Hof, sondern bei meinen anderen Partnern, die irgendeine Lithiumbatterie da drin haben, die man nutzen kann. Ja, die ist auch ja nicht schlecht, aber nicht für das Programm, was der Wohnmobilfahrer möchte. Ja, wenn ich Licht, Wasserpumpe, Heizung habe und lese abends ein Buch, anstatt Fernsehen zu gucken, dann komme ich mit einer normalen Lithiumbatterie aus, die du irgendwo im Netz kaufen kannst. Das kann ja so sein. Das habe ich auch schon oft gehört, dass das funktioniert. Aber nicht, wenn du dir einen 3000er Wechselrichter einbauen lässt, willst eine Kaffeemaschine betreiben, gleichzeitig soll der Toaster noch laufen. Das ist nämlich bei mir so morgens. Ja, Toaster und Kaffeemaschine laufen gleichzeitig. Dann wird das nichts mit einer Billigbatterie, die eine günstige Zelle hat. Ja? Erzähl mal über die Zelle. Wir haben eine BigPack-Zelle, das ist eine besondere Zelle und die hat ihre Qualität. Genau, BigPack-prismatische Zellen sind hier drin, 4 Stück in der Zahl. Und mit einem vernünftigen BMS obendrauf können wir die Leistung erzielen. Ja. Was wir öfters haben, wir haben eine vorhandene Lithium-Batterie in dem Wohnmobil und der Kunde möchte gerne einen Wechselrichter haben. 2 kW ist ja heutzutage keine Seltenheit, brauchen wir Kaffeemaschine, Föhn. Haben wir ja auch im Programm. Genau. Da steht er zum Beispiel. Und dann kommt es meistens dazu, also gemessen an dem 2 kW Wechselrichter voll ausgelastet, sind wir ungefähr bei 180 Ampere, die der auf der 12 Volt Seite zieht. Mhm. Und wenn ich dann eine Lithium-Batterie habe, die nur 150 Ampere kann, was passiert? Die geht einfach aus, wegen Überlast. Ja. So, der Kaffee gibt ja auch jede Menge, die haben nur 100. Aber das weiß der Endkunde ja nicht und wundert sich dann, warum das nicht funktioniert. Ja. Ja, genau. Ne, dann liegt es auf einmal Wechselrichter, dann nee, das ist die Batterie, der BMS schaltet bei 100 ab, weil die Zelle da nicht mitmacht. Genau. Das ist ja ganz normal. Genau, ja? Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen auch in der kleinsten Batterie mindestens so viel Leistungsfähigkeit, genau, dass wir einen 2 kW Wechselrichter ausnutzen können. So, und da wir das Ding schon ganz lange im Programm haben und unser Zulieferant, er ist recht, hat er sich Mitte des Jahres überlegt, wir haben 0 Reklamationen. Mhm. Ja, das ist der Grund dafür, warum der das mit uns gemacht hat. Jetzt geben wir der Batterie mal 8 Jahre Garantie. Ja. Jetzt gibt das ja immer Leute, oder das ist ja so ein Rüst,
Wettbewerb. Ja? Wir machen 8, der nächste mit 9, dann geht der nächste mit 10. Irgendwann hast du bestimmt 30 Jahre Garantie auf so eine Batterie. Ja, das ist ja auch gut. Aber unsere 8 Jahre sind ehrliche 8 Jahre Garantie. Ich kann das nochmal sagen. Wir werden da oft für angefeindet mit dieser Aussage, aber ich wüsste, was es da anzufeindern gibt. Deswegen bleibe ich dabei. Ja, das ist eine grundsolide Geschichte. Wenn du ein Problem hast mit dieser Batterie in diesen 8 Jahren, kriegst du von uns eine Reparatur oder eine neue. Ja, wenn ich bei anderen Systemen zum Beispiel, das muss ich jetzt auch mal sagen dürfen, sehe oder lese, da gibt es eine, weiß ich, 10-Jahres-Garantie, aber nicht für den Endkunden. Da fragst du dich, was ist denn da los? Ja. Ja, wie nicht für den Endkunden? Da wird Werbung mitgemacht, aber das ist eine Händlergarantie. Und was der Händler dem Dings hat, ist dann wieder was ganz anderes. Da kriegst du nur 2 Jahre. Also da müsst ihr vorsichtig sein. Da wird so viel Schindluder mitgetrieben. Das ist aber, da habe ich ja keinen Bock drauf auf sowas. Solche Gespräche führe ich erst gar nicht. Ja, wenn ich das nicht mehr machen kann, steige ich aus. Habe ich immer gesagt, da bleibe ich auch bei. Wir haben 8 Jahre Garantie für eine Spitzenbatterie. Kostet ein paar Mark, ja, okay. Wenn du so ein Billigding haben willst, dann kann man das ja machen. Aber wenn du den betreiben willst und sitzt mit Mutti abends beim Pizzaofen, ja, ich drücke das jetzt mal so auf, ja. Und die sagt, Mensch, ich hätte gern jetzt noch ein Espresso. Ja, mein Jott. Genau. Das ist alles ja kein Problem. Genau. Das ist aber keine Zauberei. Das muss ja irgendwo herkommen, ja. So ist es. Und deswegen haben wir da den Programm, weil wir, also unsere Kunden wollen dazu haben. Punkt. Ja, das ist ja, das ist beim Sonnengott so, das ist bei der Solar, das ist beim Victron-System. Deswegen haben wir das damals umgestellt, weil das einfach in die bessere Richtung geht. Ich habe immer gesagt, wenn was Besseres kommt, hast du dann im Programm. Und so machen wir das auch. Und so ist das auch mit der Batterie. Die bleibt erstmal, weil wir nichts Besseres gefunden haben. Punkt. Genau. Und vor allem mit einer uneingeschränkten Garantie. Oftmals ist es ja so, dass die Garantieangaben anderer Hersteller an Bedingungen im Kleingedruckten geknüpft sind. Zum Beispiel richte das komplette System auf die Lithium-Batterie aus mit speziellen Ladegeräten, mit speziellen Reglern. Das heißt, alles muss raus aus dem Wohnmobil, um genau auf die volle Garantie zurückgreifen zu können und muss dann umgebaut werden. Wir haben hier den Multi-Charge-Mode drin im BMS. Das heißt, wir oder die Batterie würde sogar mit einer AGM-Kennlinie zurechtkommen, weil die das selber managt drin. Alles, was da nicht passt, schalte die weg, schalte die aus genau, und ab. Die Frage kommt ja immer wieder. Die kommt immer wieder, ja. Kann ich mein Ladegerät behalten? Dieser 1-zu-1-Tausch, ja. Ja, im Prinzip, ja. Kann es alles so bleiben. Ja, klar. Ja. Also wir haben das oft genug so gemacht. Doof ist natürlich, wenn du mit einer 80er AGM hier ankommst und willst eine 500er Lithium haben. Hast ein 4 Ampere Ladegerät im Auto. Das wird natürlich, das kann man so lassen. Aber da kriegst du die natürlich nicht mitgeladen. Da müssen wir dann schon mal Hand anlegen, um vielleicht ein 60, 80 Ampere Ladegerät einzubauen, damit genau. Du dann auch mal in einer kurzen Campingphase, Campingplatzphase, ja. Sag mal eine Nacht, das Ding am anderen Morgen noch voll hast. So sollte das natürlich sein. Genau. Also das ist aber nur eine technische Angelegenheit. Das hat nichts damit zu tun, dass das 4 Ampere das nicht mehr könnte. Ja. Das kann es. Deswegen haben wir die Einstellung. Und dann wollte ich noch mal auf das BMS-System eingehen. Wir haben nicht nur ein anderes BMS-System als das Standardmodell, ja, sondern wir haben einen Temperatursensor mehr. Den habe ich mir damals gewünscht. Der schaltet früher ab. Das heißt, bevor es auf die plus 5 Grad zugeht, schaltet unsere schon ab, also in Not aus, damit wir auf allen Umständen die 8 Jahre Garantie in dem Mobil, egal ob wo der in Europa rumfährt, gewährleisten können. Das war ja mir wichtig. So, dann haben wir das so gemacht, dass der Wohnmobilist kleinere Ströme abnehmen kann. Der kann hohe Ströme abnehmen. Und genau dafür ist dieses BMS programmiert, weil du kannst mit dem ja auch einen Gabelstapler betreiben. Das wollen wir aber nicht. Wir haben ja hier keinen Gabelstaplerbetrieb, sondern einen Wohnwagen- und Wohnmobil. Autark, Machfirma. Ja. Genau. Ja, deswegen haben wir nochmal an der Schraube gedreht und deswegen ist das eine GNSTV Power Lithium. Das ist ganz einfach. So, wer das Ding haben will, der kann sich gerne ein Angebot machen lassen. Wir haben einen Riesenerfolg mit dieser Batterie. Hätte ich nie gedacht, dass wir mehr 500er verkaufen wie 100er. Hätte ich nie gedacht am Anfang. Ist aber so, weil du kannst deine Waschmaschine damit betreiben, ohne dass das Ding warm wird. Ich habe das bei mir auf der Spitze betrieben. Ich hatte einen Temperatursensor, den habe ich auf der Batterie. Da habe ich
alles mitgemacht im Hochsommer. Ich habe alles rausgeballert über Klima, weil am nächsten Tag hast du ja wieder Solar. Kannst du den Test ja machen. Ja. Und ich bin nicht über die 30 Grad gekommen. Ja. Ja? Mhm. Ohne Lüfter. Das ist keine Lüfter drin. Ja. Ja, also damit wollte ich nur noch mal auf die Qualität eingehen. Wir werden viel nach solchen Dingen gefragt. Solche Spielsachen haben wir nicht im Programm. Deswegen liegt auch da, wo das keiner sieht. Also, wir haben Solarregler klein, mittel, groß. Guck mal, 50 Ampere, die geht bis 100 Ampere, geht das, 150 Ampere. Ja. Ist aber auch bei uns nicht nötig, weil wir sogenannte Solarkreise machen. Genau. Ja, wenn du also mehr als 4 Platten hast, kriegst du einen zweiten Kreis, der wieder unabhängig voneinander arbeitet, bis am Ende des Tages von der Ausbau daher viel, viel besser dran, als wenn du 10 Stück in einer Reihe schaltest. Ja, was können wir noch sagen? Ja, Solarkreise machen sich zum Beispiel bei großen Linern auch, machen wir das gerne, einen Kreis vorne, einen Kreis in der Mitte, einen Kreis hinten, stehst du mit der Front mal unter dem Baum, machen die anderen Kreise alle noch weiter und so. Bei Monster, ich erinnere euch, 3 Kreise, ja, ja. Sicherlich 3 Solarregler, aber 3 Regler. Was soll das dann? Die sind ja vernetzt. Der eine weiß, was der andere tut, deswegen haben wir das Programm. So sieht's aus, ja. Weil, wie du schon sagst, ne, die Vorderseite wird abgeschaltet, ja, dann reißt er normalerweise die anderen mit in den Keller, ist einfach so. Da kannst du erzählen, was du willst da draußen. Ja. Das ist einfach so, wenn du die alle zusammen hast, ja. Aber nicht, wenn der Kreis getrennt ist. Dann kann er theoretisch auch ja nicht. Nee, dann kann es nicht. Ja, also die arbeiten unabhängig voneinander, wollen das Gleiche, können das aber hier und da nicht. Und deswegen haben wir das so im Programm. Sicherlich kostet so ein Regler dann wieder mehr. Aber die Frage ist doch, was willst du? Willst du unterwegs keine Probleme haben? Dann mach es doch bitte so. Ja? Wir fahren doch nur, wir sehen doch nur unterwegs Leute mit Problemen. Ja, ich habe mir eine Lithiumbatterie eingebaut, habe ich selber gemacht, super. Steht aber am Strom. Ich sage, wieso stehst du denn am Strom? Ja, es reicht ab und zu nicht. Da denkst du, hey, was machen die denn da? Ja, ja, entweder mache ich es richtig oder ich lasse es. Ja, vor allem, weil es jedes Mal ja dann wieder Geld kostet. Also kann ich ein bisschen mehr Geld ausgeben, habe es vom Fachbetrieb eingebaut, es funktioniert. Oder eben, ich muss dann die Batterien dann wieder verkaufen, weil ich eine richtige Batterie jetzt brauche für meinen Bedarf. Genau. Das sind halt alles solche Sachen. Also ich würde sagen, lass euch ein Angebot machen. Ja. Ich habe jetzt ein paar Mal unsere Homepage mit Kontaktformular eingeblendet. Ja. Da könnt ihr euch einen Partner aussuchen. Und dann bekommt ihr von uns ein Angebot. Kostet über das Gleiche. Nur so zur Info, wird im Moment gerne gemacht. So, wir machen bei dem ein Angebot, dann fragen wir das Gleiche nochmal bei dem. Dann könnt ihr auch gerne machen. Kommt alle 4 Mal gleich dabei raus. Ja. Dafür habe ich hier Sorgen, das wird auch so bleiben. Ja, denn ausspielen lassen wir uns hier nicht. So sieht's aus. Also, lasst euch ein Angebot machen, Leute, wer was Vernünftiges haben will. Wir machen natürlich eine Bedarfsanalyse. Was brauchst du nicht? Immer ein Riesenthema bei mir gewesen. Ja. Was brauche ich nicht? Ja. Also, was ich nicht brauche, brauchst du auch hier nicht kaufen. Das stimmt, ja. Ja, man sieht ja immer, finde ich was. Ja, aber ob da brauchst du das jetzt? Das muss zum Kunden und seinen Bedarf passen. Also genau. Der Kunde muss mir schon sagen, was macht er damit oder was hat er vor, damit zu machen, damit wir schon in die Zukunft denken, damit wir eventuell Kabelquerschnitte schon größer legen, weil eventuell mal eine Nachrüstung kommt oder sowas. Ja. Das will ich schon in dem Bedarfsgespräch schon gerne wissen. Ja gut, wir gehen ja auch darüber hinaus. Ja. Es wird ja so viel angefragt. Wir stellen demnächst unser Fahrzeug schon mal vor. Wir haben mittlerweile Ateba-Reifung drauf. Ja. Da kommen mit Sicherheit auch Fragen. Wir sind hier keine Reifenhändler. Aber da geben wir doch gerne eine Auskunft. Das ist doch Camping, das ist doch unser Leben. Ja. Wir gehen nicht um 5 Uhr nach Hause und dann interessiert uns das nicht mehr, sondern begleitet uns, also mich zumindest, und ich weiß, dass das bei dir genauso ist, zum Beispiel, dann sitzt du da abends am Tüfteln, dann kommen solche Sachen aber raus. Wir haben einfach, ich sag mal, mehr Gedanken als der Hersteller. Und deswegen haben wir ein Auto hier stehen, was so nicht auf dem Markt zu kaufen gibt. Ja. Also hatte ich jedenfalls noch nicht beim Händler stehen sehen. Ne? Nee. Kannst mich gerne berichten oder schreib das mal in die Kommentare. Also André macht sich da immer jede Menge Gedanken und am Ende kommen dann doch, ich sag mal, 120% raus. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Denn das, wie gesagt, da machen wir nochmal ein separates Video. Wir sind noch dieses Jahr auf der Abenteuer Allrad mit 2 Fahrzeugen, beziehungsweise mit 3 GNS-Fahrzeugen. Ja. Da feiern wir ein bisschen was, gehen wir auf die Messe. Da gibt es noch eine neue Vorstellung. Wir bekommen noch ein zusätzliches Batteriesystem, nicht anderen Typ. Bleibt bei der GNSTV aus dem gleichen Haus, also
Der Zulieferer ist der gleiche, aber es wird noch eine andere Liga geben, die wir dann noch bedienen können. Das stellen wir dann aber bei gegebener Zeit vor. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, lasst euch ein Angebot machen, lasst euch gut gehen. Genau. Wir sehen uns. Oder? Auf alle Fälle sehen wir uns. Was habe ich vergessen? Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Siehst du? Genau. Der André hat das drauf. In dem Sinne, tschüss, euer Guido von GNS TV. Ciao.